Ja, willkommen heute zu einer weiteren Folge von Epic Clicker Journey. Anlass ist die neue Version 1.3, in der ein neues Feature eingebaut wurde, und zwar die Dungeons. Zusätzlich sind in der Version 1.3 auch eine ganze Reihe an Items veröffentlicht worden, die verschiedene Buffs beinhalten. Die Details könnt ihr auch in meinem Guide nachlesen, den werde ich dann noch verlinken. Als erstes aber mal noch so die kleineren Änderungen, zum Beispiel, dass man hier jetzt abwählen kann, zu sagen, okay, Multiplayer, ich möchte Multiplayer nicht machen, beziehungsweise ich möchte eben hier nicht dann auf die Suche warten, das heißt hier mit anderen zusammen zu spielen. Das Interessante ist auch noch, dass hier jetzt die Icons reingezogen werden von Steam, sowie die kompletten Namen. Das war, glaube ich, vorher in der Form nicht der Fall. Ihr seht, hier haben sich einige Statistiken geändert. Hier sind so Direktinformationen dazu, wie sieht es aktuell mit meinem Damage, DPS und so weiter aus. Und hier drüben sind Icons, die sagen, das sind die passiven Buffs, die aktuell aktiv sind. Und hier unten die Menüleiste, die ist, glaube ich, schon in der Version 1.2 dazugekommen. Und hier jetzt mal schauen, was für Items. Hier ist zum Beispiel eins der neuen Items, Baited. Wo dem Spieler und dem Fellow, das ist der Partner, jeweils 10 DPS dazugegeben werden. Und das hier ist ein Verbrauchs-Item, das zum Beispiel nur für Multiplayer verwendbar ist, also das allgemein gar nicht verwendbar ist, sondern nur in einem von diesen Leveln. Also in der Hinsicht gibt es insgesamt 35 neue Items, die ihr da sammeln könnt, die alle nur irgendwelche Funktionen haben, also keine Waffen dabei sind, sondern wirklich alles nur Items mit Spezialfunktionen. Auch haben sich die Preise ein bisschen geändert. Die normalen Items sind jetzt irgendwie zwischen 75 oder 150 Gold. Wenn ihr die verkauft, dann könnt ihr da gleich noch ein bisschen mehr Geld mitbekommen, weil zuletzt waren die, glaube ich, nur auf 10 oder 20 Goldmünzen runtergesetzt, sodass sich das kaum gelohnt hat. So, und wenn ich jetzt hier das Multiplayer abnehme, dann kann ich die Multiplayer einfach zum Grinden von Keys benutzen, ohne dass ich da immer diese 30 Sekunden Wartezeit habe, bis dort ja entweder Player gefunden wurden oder eben keine weiteren Player dazukommen. So, was ich jetzt mal noch vorbereitend wieder machen werde, weil ich habe erst vor kurzem meine Punkte wieder zurückgesetzt. Die 250 DPS, die ihr hier seht, sind nicht durch die Statistik zustande gekommen, sondern durch meinen Fellow, weil eben genau dieses neue Item hier aus meiner Sicht eigentlich das mächtigste Item, was mit dazugekommen ist, das Everybody Tasted, weil das gibt 50% der DPS, die mein ja, Partner, mein Fellow macht, kriege ich nochmal draufgeschlagen. Und das Tolle ist, das ist das anscheinend das einzige Item, was ich mehrfach verwenden kann. Das heißt, wenn ich davon jetzt mehr als das eine hätte, dann würde das jeweils 50% bringen. Und je weiter ich den Fellow natürlich auflevele, desto mehr DPS bekomme ich dazu. Und der DPS hat ja irgendwie, ich glaube, es waren 16 Schadenspunkte pro einzelnen Wert, also pro Punkt, den ich da drin vergebe. Und da macht 250 natürlich gleich eine ganze Menge aus. Hier seht ihr zum Beispiel noch Dreamshape, das ist auch eins der neuen. Und das ist eben ein Item, das nicht aktiv benutzt werden muss, sondern einfach nur passiv. Das heißt, wenn ich das jetzt mal reinnehme, wobei das natürlich, wenn das im Fellow ist, da wird es, na mal gucken, ja doch, auch wenn es im Fellow ist, wird es hier passiv angezeigt, weil während, wenn ich aktive Items im Fellow habe, werden die hier nicht angezeigt, die muss ich dann über den Fellow auslösen. Aber wie ihr seht, kommt hier dann eben gleich das Icon dazu, eben mit dem entsprechenden Bonus. Genau, hier sind die 10 Dev-Punkte dazu. Was sich auch ein bisschen geändert hat, bisher war Level 20 die Obergrenze als Maximallevel, inzwischen ist jetzt Level 30 die Obergrenze. Was letztlich nur bewirkt, weil hochleveln konntet ihr die ja sowieso über den Maximallevel hinaus. Aber das heißt, es gibt jetzt mehr von diesen Grenzen, wo ihr letztlich das Zehnfache bezahlen müsst, um dann die nächste Stufe zu erreichen. Also es ist eigentlich nur teurer geworden und es gibt ein paar neue Icons natürlich dann in dem Zuge, die ihr dann anschauen könnt. Soweit sozusagen zu den kleineren Änderungen, und die große Änderung sind hier unten die Dungeons, die es auch eben dann in jeder Schwierigkeitsstufe gibt. Und das Versprechen ist, dass man da drin, wenn man hier drin stirbt, keine Sachen verliert, sondern halt einfach nur den Dungeon ganz normal verlässt. Und
alle 10 Level, das werdet ihr gleich sehen, gibt es hier einen Brunnen, damit ihr eure Gesundheit wieder auffrischen könnt. Im Moment ist mir das noch ziemlich egal, weil das ist jetzt die leichte Schwierigkeitsstufe. Da haben die Monster mit 3 Damage pro oder 3 Damage angefangen und es steigt dann jedes Level um 3 weitere. Und da kann ich locker bis Level 100, also locker bis Level 100 beziehungsweise bis 120 halte ich das hier aus, ohne dass ich wirklich groß Schaden nehme. Ich habe zwar inzwischen über 3000 Schlüssel und für jeden Brunnen braucht ihr einen Schlüssel, beziehungsweise eben für jedes 10er wird es ein Schlüssel mehr, also der im 20er Level kostet dann schon 2 Schlüssel und so weiter, damit ihr den hier benutzen könnt, um euch dann zu heilen, aber wie gesagt, im Moment brauche ich das nicht. Und wenn ihr Dungeons macht, ist es auch noch sinnvoll, den hier zum Beispiel mitzunehmen, den extra Recharge, weil der verdoppelt nämlich die Heilungspunkte, die ihr aus dem Brunnen klicken könnt. Und allerdings, ihr müsst eben auch klicken dort, weil also der Brunnen ist nicht irgendwie einmal Push und füllt alles auf, sondern auch dort geht es, der erste 10er Brunnen ist eben mit 3, zumindest in der ersten Schwierigkeitsstufe, der nächste mit 6 und der dritte dann mit 9 und so weiter. Und eben, wenn das hier verdoppelt ist, wenn ihr den extra Recharge dabei habt, dann bekommt ihr eben statt 3 natürlich 6 Punkte, die ihr dann heilen könnt. Interessant ist vor allen Dingen in dem Zusammenhang eben, wenn dieses Item und ihr sowieso sehr viel DPS bekommt durch den Partner, durch den Fellow, dann ist es aus meiner Sicht sehr lohnenswert, hier zu sagen, okay, ich bringe die HP auf Maximum, aber vorher mache ich mal noch das Glück ein bisschen hoch, weil aktuell habe ich jetzt 4255 Schaden. Und das lässt sich dann noch ganz leicht erhöhen, indem ich jetzt hier das Glück auf Maximum bringe. Das heißt, 200 Punkte hier investiere. Dann habe ich immer 100% Critical. Also habe ich immer den doppelten Schaden, den ich dann anrichten kann. So, jetzt ist eben mein Schaden schon auf dem doppelten Wert. Das Einzige, was natürlich schade ist, dass das für den Fellow nicht gilt. Das heißt, diese 500, die ihr hier seht, die ja vom Fellow ausgelöst werden, dafür gilt dieses Critical nicht. Der bleibt dann immer weiterhin bei 500. Aber wenn ich klicken würde, ich habe ja hier aktuell einen Schaden von 255, was mein einzelner Klick ist. Das heißt, auch da bin ich jetzt dann bei 510 Schaden, die ich jeweils anrichten kann mit einem Klick. So, jetzt seht ihr, wir sind schon in Level 40 und ich brauche jetzt hier schon 4 Schlüssel, aber da ich sowieso keine Gesundheit verloren habe, lohnt sich das natürlich an der Stelle weiter nicht. Und was ihr so ein bisschen sehen könnt, also es ist zum einen generisch hier unten, die haben immer 5 verschiedene Tags, mit denen man noch mit Schadensitems dann seinen Schaden verbessern könnte, um dort die schneller zu besiegen. Und das andere, was dort ist, die generische, sind so die Hintergründe, also ein paar Sachen wiederholen sich dann immer wieder, dann tauchen die Schilder anders auf, andere Hintergründe, andere zusammengesetzte Türen, die dann auch so nach jedem 10. Level sich hier zum Beispiel ändern. Also es ist schon ganz nett gemacht und vor allen Dingen ist es jetzt auch etwas, was dann nicht so nach wenigen Sekunden wieder Aufmerksamkeit benötigt, sondern man kann es einfach eine Weile laufen lassen. Wenn man sich ein bisschen ausgerechnet hat, okay, bis zu dem und dem Level schaffe ich es auf jeden Fall, dann weiß man, dass man da 10, 20 Minuten vielleicht auch das Ding einfach laufen lassen kann. Genau, also ihr seht jetzt hier, das Hintergrundtor hat jetzt dieses Symbol da drauf bekommen, das hat sich jetzt wieder geändert, dann die Schilder wiederholen sich ein bisschen. Also man sieht schon, wie das so zusammen kombiniert wird. Und das Wichtige aus meiner Sicht ist, wenn ihr so Dungeons machen wollt, ja, zum einen eben, wie gesagt, das Fellow DPS, denke ich, hier ist sinnvoller zu verwenden, als wirklich auf die DPS zu gehen. Eben diese Waffen-Items, die dann so 10%, je nachdem, welche Text die jetzt hier haben, dann nochmal Schadensbonus machen. Und das Wichtige, damit ihr möglichst weit kommt, sozusagen einmal die Heal Me Up, damit ihr eure Gesundheit komplett wiederherstellen könnt, ohne auf die Brunnen angewiesen zu sein. Und ja, hier ist auch noch eines der neuen Items, der Finger of Doom. Der ist sehr interessant, zumindest hier bei den kleineren Leveln, weil jedes Mal, wenn ich klicke, bekomme ich auch eine Heilung. Das wird sich in den höheren Leveln eigentlich ziemlich schnell ausnehmen, weil das lohnt sich kaum im Verhältnis zu dem Schaden, den die dann anrichten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt
den Dungeon in der Schwierigkeitsstufe 2 oder in der Schwierigkeitsstufe 3 anfangen würde, dann hätte ich schon deutlich höheren Basisschaden. Ich glaube, es war 180 im zweiten und 360 ist schon der Basisschaden beim ersten Monster in der anderen Schwierigkeitsstufe. Das heißt, selbst mit meiner aktuellen Rüstung mit 357 würde ich dann noch insgesamt 3 Schaden bekommen, schon vom ersten Monster. Also auch wenn meine Gesundheit hier jetzt da nicht ansteigt, sieht man aber, dass ich hier zumindest das kurz aufblinkt. Das wäre sozusagen der Punkt, den man dazu bekommt. Und was eben schade ist, dass dieser Finger of Doom da nicht irgendwie ansteigt oder mehr HP ermöglicht oder dass der zum Beispiel stackable wäre. Das heißt, wenn ich mehrere von denen, meinetwegen 3 Stück mitnehmen würde, dass ich dann 3 HP bekomme. Also bei vielen Items, die hier dazugekommen ist, sind die nicht unbedingt stackable. Solche, die hier jetzt den Status, also die Basiswerte erhöhen, die sind, soweit ich weiß, addierbar, also die kann ich mehrfach verwenden. Aber eben solche Boni-Items wie der Finger of Doom und soweit ich weiß auch das Extra Recharge, genauso auch das Loot, was jetzt natürlich keine Wirkung hat, weil ihr in den Dungeons keine Items finden könnt, sondern letztlich nur Gold und Experience sammeln könnt. Auch der ist letztlich nicht stackable, weil ich habe da auch mal ein bisschen ausprobiert, mal mit 2, 3, weil ich hatte am Anfang die eigentlich alles ganz voll in der Hoffnung, dass ich dann ganz viele Items mehr bekomme. Aber das macht gar keinen so großen Unterschied, wie viele Items ihr dann drin habt, wenn ihr hier noch einen zweiten oder dritten von den Loot-Items sozusagen drin habt. So, jetzt sind wir aber gleich bei Level 100, also 10 fehlen noch. Und dazu noch vielleicht noch ein paar Infos zu den Errungenschaften, weil da sind auch ganz, ganz viele hinzugekommen. Die meisten beziehen sich davon auch auf die Dungeons. Einige habe ich gleich automatisch bekommen. Und hier ist es zum Beispiel so, dass jeweils für jede Schwierigkeitsstufe gibt es eben einen Dungeon-Errungenschaft. Das heißt, einmal Grandmaster's Gem isn't here. Das ist das erste, wenn ihr Level 10 erreicht in der ersten Schwierigkeitsstufe. Und das geht dann bis 100. Danach im Second Level sind dann ein paar andere Schritte. Aber es gibt dann auch wieder dort 4. Also es gibt jeweils 4 Errungenschaften für jede der Schwierigkeitsstufen und für die jeweiligen Dungeons. Und ihr müsst halt in der dritten Schwierigkeitsstufe dann bis Level 50 kommen, um das zu erreichen. Und sonst gibt es noch so ein paar andere neue Errungenschaften. Ja, viel mehr gibt es hier letztlich auch nicht mehr zu zeigen. Also außer, dass es hier jetzt natürlich noch eine ganze Reihe weitergeht. Und ihr seht, dass ich bis jetzt immer noch keinen Schaden kassiere. So, ich werde jetzt mal meine Death noch ein bisschen eben auf das Maximum bringen, was ich vorher angesprochen habe. So, das heißt, statt der 8000 HP habe ich jetzt 34.000. Das heißt, ich kann hier dann natürlich noch ziemlich lange aushalten und mal schauen, wenn jetzt gleich das erste Level irgendwo bei 120 dann, ich dann Schaden kassiere. Dann kann ich das sozusagen mit dem Finger of Doom jetzt erstmal noch ausgleichen, weil die, wie gesagt, erstmal dann 3 Schadenspunkte drüber liegen. Und das lässt sich dann innerhalb eines Levels mit den großen Hitpoints, da kriege ich viele Klicks zusammen, bis sie dann umfallen. Und hier hinten seht ihr auch, dass die Tür schon einiges massiver geworden ist. Und ich weiß nicht, ob das sozusagen immer so ein bisschen linear ist, dass die Tür immer komplexer und immer schwieriger wird, dass sozusagen virtuell immer härter wird, in die nächste Ebene zu kommen. So, jetzt müsste eigentlich schon der erste Schaden aufgetaucht sein. Mal gucken, jetzt müssen wir hier auch schon 12 haben, um den Boden zu öffnen, aber aktuell ist es ja noch nicht notwendig. Genau, also hier seht ihr jetzt den einzelnen Schaden und da kann ich jetzt einfach mit meinen Klicks dann dafür sorgen, dass ich hier noch die Gesundheit soweit ausgleichen kann. Aber ihr seht, es wird schon schnell wie mehr. Also auch mit den Dauerklicks schaffe ich es kaum, die Gesundheit dann wirklich zu erhalten, also es sinkt dann ab. Aber es ist noch ziemlich weit, bis es für mich kritisch werden würde. Ja, zum Abschluss zeige ich euch jetzt kurz noch, wie das mit den Bunden funktioniert. Und öffne den jetzt einfach mal. Und dann müsst ihr euch aber beeilen, weil das Wasser fließt sozusagen nach und nach ab. Und ihr seht, dass der dann einfach leer läuft, unabhängig davon, wie schnell ich klicke. Das heißt, auch wenn ich gar nicht klicke, läuft der Bunden einfach nach einer gewissen Zeit aus. Und dann kann ich halt auch keine Gesundheit mehr wiederherstellen. Soweit jetzt der Besuch des Dungeons in der ersten Schwierigkeitsstufe. Die anderen sind in der Form natürlich ähnlich, außer dass mehr Experience, mehr Gold und mehr Schaden angerichtet wird,
und dass die Startwerte auch deutlich höher sind. Das heißt, sie starten mit 15 bzw. 30.000 Hitpoints mehr. Das heißt, je nachdem, wie weit ihr schon mit euren Leveln gekommen seid, ist es halt sinnvoll, das dann erstmal langsam anzugehen und vor allen Dingen viel auf die Rüstung auszugeben und da so weit hoch zu leveln, dass ihr wenigstens einige Level, vielleicht so 20, 30 mindestens durchhalten könnt, ohne dass ihr ernsthaften Schaden nehmt. Dann könnt ihr damit sicherlich ganz gut XP farmen und auch ein bisschen Gold. Weglaufen könnt ihr jederzeit, auch das kostet euch keine Verluste, also ihr verliert kein Gold und auch keine Erfahrungspunkte, wenn ihr die Dungeons wieder verlasst, im Gegensatz zu den anderen Leveln, wo es ja dann Malus gibt, wenn ihr die vorzeitig verlasst. Was auch noch wichtig ist, das zeige ich euch nochmal kurz in dem Level, weil die Partner haben deutlich mehr Item-Slots bekommen. Also hier seht ihr ja, die hatten ja vorher bloß 1 bis 2 von den Item-Slots und hier seht ihr jetzt dann eine Zahl. Das heißt, die haben deutlich zugelegt und eben mein Favorit natürlich mit den höchsten Anzahl an Item-Slots, der hat inzwischen 5 Item-Slots. Und keine Sorge, ihr müsst den nicht mit Diamanten kaufen, sondern ihr könnt den ja mit diesem Dragon Ball, könnt ihr den einfach einfangen, wenn ihr einen davon gesammelt habt und dann den an der richtigen Stelle in dem Level, wo er vorkommt, einfach benutzt. Und dann könnt ihr euch den als Fellow, als Partner einfach einfangen. Der startet dann auch mit 80 DPS, den ihr dann eben hochleveln könnt. Das ist sozusagen auch der einzige Unterschied neben den Inventory-Geschichten, die einzelnen Fellows haben, dass sie halt mit einem unterschiedlichen DPS-Wert starten, weil die Kosten, um die aufzuleveln, sind ziemlich gleich dann. Das sind eigentlich alles die alten Items, die es schon vorher zu genügen gab. So, den werde ich jetzt mal wieder verkaufen, weil den brauche ich an der Stelle nicht. Auch das extra Recharge, da nehme ich lieber, da werde ich jetzt weiter ein bisschen suchen, dass ich Everybody Tasted mehr bekomme, damit ich dann dort mehr Schaden machen kann. Und ein bisschen nebenbei meine Keys schon mal für Experience auszugeben. Weil letztlich, wenn man, also statt in den niedrigen Leveln, wenn ich zum Beispiel hier in einem höheren Level grinde und hier jetzt einfach ein bisschen laufen lasse, hier kriege ich zwar jetzt auch ein bisschen Damage und allzu hoch ist mein Fellow jetzt eben noch nicht, weil ich ja nur einen 250er Bonus habe. Aber es reicht auf jeden Fall, um das Level in Ruhe durchlaufen zu lassen. Und weil hier bekomme ich so, ja, wahrscheinlich so um die 40 bis 50 Keys, die ich da jeweils einsacken kann. Das heißt, selbst wenn ich hier die ganze Zeit immer draufklicke und es dauert ja 2 Sekunden, bevor ich das wieder nutzen kann, davor ist es kaum in der, bin ich kaum in der Lage, so viele Schlüssel zu verbrauchen, dass ich da ohne weiteres aufsteigen kann. Also der Schlüsselverbrauch ist auf jeden Fall definitiv, genau, also 37 Schlüssel habe ich jetzt wieder dazu bekommen. Hier seht ihr jetzt noch wieder einen neuen Verbrauchsgut, das im Multiplayer ein bisschen Bonus gibt in DPS. Und hier ist es auch noch wichtig, es gibt ein paar Items, bei denen müsst ihr aufpassen, ob die beim Fellow oder bei euch ausgerüstet sind, weil je nachdem wirkt der Effekt oder wirkt der Effekt nicht. Es ist ja gerade im Deutschen ein bisschen unglücklich ausgedrückt, dass es wirklich klar wird, aber ich habe das auch nochmal reingeschrieben in den Guide, dass ihr da nochmal für die Items auch nachgucken könnt. Soweit für heute. Viel Spaß beim Ausprobieren und besucht doch mal die Dungeons und guckt mal, wie weit ihr kommt. Es gibt auch entsprechende Bestenlisten, wo allerdings der erste schon anscheinend gefaked wurde, weil ich glaube, da steht für Stufe 1 irgendwas mit 10 Millionen und so weiter. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil das entwertet eben sowohl das Spiel als auch macht diese Bestenlisten dann immer ziemlich sinnlos, wenn das nicht die echten Werte sind, die die Leute wirklich erspielt haben. Aber so hoffe ich, dass ihr zu den Leuten gehört, die gerne selber spielen und nicht bloß irgendwelche Statistiken fälschen. Und damit viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!